Was geht ab, Leute, Nerdaloid Games hier und willkommen zurück zu Death Stranding. Okay, ich habe es nicht auf Screen gemacht, ich wollte so lange warten, bis ihr auch dabei seid. Und wieder bedanke ich mich, dass ihr dabei seid. Genießen wir zusammen Death Stranding, es ist wirklich ein tolles Spiel. So, wir wollen das hier abladen. Kaboom. Zack. Macht das Ganze mega leicht. Holy shit. Das ist wirklich wahnsinnig schwer, das Ganze. Dann. Darüber. Granate. Behälter Reparaturspray. Sprühen. 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 So. Sollte gut sein. Dann einmal nach hinten richten. Sollte genügen. Auf den Rücken, auf den Rücken, auf den Rücken. Denn dieser kann entzücken. Ja, schön. Moment. Moment. Nein, 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 nein. Wenn das mit den Behältern funktioniert hätte, dann würde das Ganze auch mit dem Motorrad funktionieren, oder? Wir haben genug von dieser Scheiße und ich kann es ja auch immer wieder für einen Apfel und Ei herstellen. Nee, geht leider nicht. Na gut. Oder? Doch, ein bisschen, oder? Oder täusche ich mich gerade extrem? Alles klar. Oh, ich täusche mich. Hm. Aber es müsste ein bisschen repariert worden sein. Es wird nicht schöner, es wird halt reparierter. Fuck you, Mule! Die sind eigentlich relativ ungefährlich, finde ich. Bisher kann uns nichts wirklich gefährlich werden, außer die GDs. What the... Ne, ich wurde gescannt, ich wurde gepinkt, wenn ich... Die wollen nur meine Rüstung haben. Beziehungsweise meine Ausrüstung. Habe ich gerade echt von meinem Blutbeutel Blut benutzt, was ich eigentlich abliefern sollte? Kann ja nicht wahr sein. Da rennt der weg. Irgendwann holen die mich von dem Motorrad runter und dann lache ich mich richtig kaputt. Ja, 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 da ist es passiert. Ihr kleinen Schweine. Ah. Jetzt lache ich erstmal und mache euch fertig. Ich bin runtergefallen. Aber die Behälter haben nichts abbekommen. Ja. Daneben, du Arsch. Ich weiß leider nicht, wie man blockt, also. Bam, der Kick in die Schnauze. Komm her. Ah. Bah. Schakalaka. Nein. Ich muss ihn erst fertig machen. Malaka! Eine Blutgranate, ey. Oh, cool, der hat eine Leiter dabei. Nehme ich mit. Ach, das ist noch einer. Oh, der scheint ein bisschen besser ausgerüstet zu sein. Den kriege ich nicht. Der blockt alles. Leck mich! Sissy! Oh, und ich habe ein bisschen Schaden abbekommen. Ist gelb geworden. Weg hier. Kryptobiot essen. Wird schon. Den haben wir es gezeigt, ey. Ihr kriegt mich nicht lebend. Puh. Okay, wir müssen hier rüber. Oder? Oh, gar nicht wahr. Oh, gar nicht wahr. Mist, ich hätte was für das Verteilerzentrum mitnehmen können.
Nein, ich habe die Blutgranaten nicht abgegeben. Ach, sollen wir auch gar nicht. Westlich von Capital North City. Gut, dass ich gesehen habe. Ich wäre vorbeigefahren. Okay. Dann gehen wir mal deinen zurück und von deinen dann zu Port North City. Ah, ist wieder GT-Gebiet. Was ist los? What the hell? Ich konnte gerade nicht losfahren. Ach, ich habe keinen Bock auf GTs, bitte. Was ein Shit, ey. Gucken wir mal auch, wie schnell die sind. Oh, 5 Likes bekommen. Cool. Ha, leckt mich hier, GDs. Der Daumen geht hoch. Bye bye, GDs. Oh, hab ich schon gesagt? Was abgeht? Kümmern wir uns um BB. Da war eine E-Mail. Können wir die checken? Wie geht's dir, Sam, und deinem BB? Das ist besorgt. Das schreibe ich übrigens. Weißt du, ich hatte damals selbst ein BB. Unterwegs habe ich mich mal verbunden. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Es ist nur Ausrüstung. Nein, man soll kein Mitgefühl haben, denn es ist... Es ist was Lebendes, aber die behandelt es in dem Spiel wie Ausrüstung. Mein BB liebt es, wenn ich mit ihm schwimmen ging und es einfach ins Wasser treiben ließ. Aber wenn ich es untertauche, bekam es große Angst. Das heißt, wir können uns ins Wasser setzen. Ach, wie süß. Aber irgendwie ist das Ding immer glücklich. Also ich weiß nicht, man kann es machen, man muss es aber nicht, oder? Ich habe so das Gefühl, dass uns irgendwann das Bike um die Ohren fliegen wird. Es ist nicht mehr in dem besten Zustand. So, liefern. Wir können nichts liefern. Aber recyceln wird mir ja angezeigt. Ach ja, die chiralen Kristalle. Weiß ich nicht. Nimm mal 25, keine Ahnung. Ja, haben wir gut gemacht. Blutgranaten erfolgreich getestet. Ja, ich habe mir ziemlich viel Zeit gelassen. Tschüss, Sam. Das ist alles. Blutgranaten waren anscheinend ein voller Erfolg. Da müssen wir zum Wegposten hin. Also nö. Und da müssen wir auch nicht dahin, dann nehme ich es auch nicht an. Sorry. Ansonsten... Muss nicht in den privaten Raum. Kann man hier pinkeln? Ich würde mich kaputt lachen, wenn ich hier einfach hinschiffen kann. Hm, vielleicht könnten wir BB mal ein bisschen schütteln. Genau, einfach schlafen. Plopp, da kommt ein Herzog. War voll süß, das kleine Teil. Ich werde nie vergessen, wo ich den ersten Trailer dazu gesehen habe, wo man eigentlich nur da saß und sich gedacht hat, what the fuck. Okay, okay. Wir können den Behälter nochmal schnell recyceln, den wir da hatten. Weil das very wichtig ist.
Die Stiefel halten noch ein bisschen. Geht klar. Wie überzähliges Material geht verloren. Ja, passt. Hey, so ein kleiner Behälter, den wir da sprühen, und so ein Kasten, den er liefert. Geil. Hell yeah. Weiter geht's. Vielen Dank für deinen Beitrag. Wir können auch Sachen an das Motorrad hängen. Das geht natürlich auch. Ich habe das Gefühl, dass das Motorrad nicht mehr lange halten wird. So viele Brücken. Da hat einfach mal jemand eine Brücke ins Nichts gebaut. Geil. Die überquert mal gar nichts. Dein Freund und Dooms Leidensgenosse. wie es aussieht, hat unser Leiden mit dem Strand oder vielmehr seine Entdeckung begonnen. Einst beste Brücke. Nur Religion und Philosophie die Frage nach dem Leben, nach dem Tod. Doch, als wir von der... Kriegt natürlich super viel Likes. Ach, was geil. Erfassbarer. Cooles Ding. Wir gehen drüber. Während tote Dinge, gestrandete Dinge, den Weg zu uns fanden. Und dann kam du. Finde ich geil, dass die Leute einfach mal rumspinnen und einfach mal Brücken im Nichts bauen. Die verzweifelt versuchten, das neue Mysterium der Welt zu erklären. Die Symptome wurden ordentlich kategorisiert und in Stufen unterteilt. Aber Wiederkehrer wie du sind außerordentlich. Ich glaube, wir können weiterfahren. Da führt, glaube ich, ein Weg durch den Berg. Aber runter könnte ein Problem werden. Ich mach mal so einen groben Weg. Ungefähr so. Euch gebührt eine eigene Klassifizierung. Die Spezialisten müssen sich gedrängelt haben, um einen Blick auf dich zu erhaschen. Was sie wohl herausgefunden haben. Nein. Wir fahren natürlich durch das scheiß GD-Gebiet. Lass mich fahren, bitte. Erste Warnung, zweite Warnung. Oh wow, es sind nur Steine. Muss hier durch, leckt mich. Ich muss was weg. Ich kann nicht anders. Ich muss es stehen lassen. Nein! Nein, 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 nein! Ich bin zu schwer. Nein! Ich habe meine ganze Ladung verloren. Hier hole ich mir gleich wieder, ihr Schweine. Oh, wow. Scheiße. Wenn das nicht mal ärgerlich ist. Mann, ich hätte nicht da durchfahren sollen. Das war meine eigene Schuld. Warte.
pinkeln muss ich nicht. Blutgranaten. Oh mein Gott, meine ganze Ausrüstung. Alter, ich will einfach nur hier durch. Ich werde nur die Granaten werfen, wenn es wirklich nötig ist. Jetzt muss ich einmal nochmal alles verteilen. Boah, das wäre fast nach hinten losgegangen. Und weiter geht's zu Fuß, weil hier halt ist alles zu holprig. Wir können es nicht ändern. Wir können es nicht ändern. Das haben die extra gemacht, damit wir nicht überall durchbrettern. 100 Pro, damit es noch beschwerlicher wird. Mist, ich steuere genau auf dem Vieh zu. Das ist genau neben mir, oder? So geht's, so geht's. Stück für Stück, Stück für Stück. Okay, wir sind fast raus. Kämpfen uns den Weg hier durch. Los geht's.